Hi, heute zeigen wir euch, wie ihr eine Funktaste in den Stromschutzschalter FL62-230V oder FL62-NP-230V einladet. Nachdem ihr den Aktor an Spannung gelegt habt, schaltet dieser sich automatisch für 2 Minuten in den Einladmodus. Dieser wird euch durch kurzes Ein- und Ausschalten der Last signalisiert. Nehmt nun euren Funktaster und falls ihr diesen als Universaltaster einladen möchtet, betätigt die Wippe dreimal kurz. Die Last schaltet zur Bestätigung ein und wieder aus. Wir nehmen nun einen Funktaster mit Doppelwippe und lernen diesen als Richtungstaster ein. Hier betätigt ihr die Seite, wo ihr einschalten möchtet, viermal kurz. Die Gegenseite wird automatisch eingeladen und natürlich wird zur Bestätigung die Last ein- und wieder ausgeschalten. Jetzt haben wir einen Universaltaster. Und natürlich haben wir auch einen Richtungstaster. Natürlich könnt ihr den Aktor auch auf Werkseinstellungen resetten. Um diesen zu resetten, muss der eingelernte Funktaster oder der drahtgebundene Steuereingang 8-mal kurz plus 1-mal lang betätigt werden. Auch hier schaltet die Last zur Bestätigung ein und wieder aus. Und nun wünsche ich euch viel Spaß mit dem FL62. Danke fürs Zuschauen, hinterlasst gerne ein Like, hinterlasst auch gerne einen Kommentar. Bis zum nächsten Mal. Ciao.